Nach jeder Verhaftung upgrade ich alles. Was ich damit meine? Am Anfang bin ich der Patrol Police, dann Traffic Police, dann SEK und dann Undercover. Ich starte mit Patrol Police, unequippe aber alle Waffen. G36, kommt weg. MP5, kommt weg. Stopsticks, komm weg. Glock 17, komm weg. Ich kann nur mit dem Taser verhaften und mit den Handschellen und mit dem Schlagstock, weil man den nicht anequippen kann. Außerdem fahre ich mit dem absoluten Noob-Auto Wolfsburg Handel. Und sobald ich jemanden verhaftet habe und auch in den Knast gebracht habe, kann ich mein Level upgraden. Das bedeutet, ich bekomme bessere Waffen. Ich bekomme ein besseres Auto und ich bekomme einen besseren Polizeirang. Mal schauen, wann ich den ersten festgenommen habe. Und soeben bekomme ich meinen ersten Notruf rein, dass der Clothing Store ausgeraubt wird. Da werde ich sehr lange mit meinem Auto hinbrauchen. Wahrscheinlich wird es nicht. Ich versuche es trotzdem, denn ich muss mich ja langsam hocharbeiten. Ich bin jetzt wirklich schon spät dran, aber hier vorne ist ein gelbes sasses Auto und da hinten ist auch jemand. Hallöchen, bist du sass? Wie ist dein Name? Irgendwas mit Joe. Jeppe. Willst du mich hauen? Okay, der hat mich gehauen. Der hat mich gehauen, Bro. Mist. Der hat mich gehauen. Hä, was hast du vor? Was ist dein Problem? Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Hä? 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 Wollte der verhaftet werden oder was? Jeppe, bist du überhaupt, der den Clothing Store ausgeraubt hat? Hä? Was ist das denn für eine Challenge? Jeppe? Jeppe. Gucken wir mal nach. Show Crimes. Nee, Mann, der hat den Clothing Store nicht mal ausgeraubt. Chillig. Aber Game is Game, Leute. So sieht's aus. Ich gebe den Kollegen mal ab. Mir ist das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach. Ich sehe, dass der Toolshop ausgeraubt wird. Ich bin echt nah dran eigentlich, aber weil mein Auto so langsam ist, kann es schon schwierig werden. Wir wollen es vernünftig lösen. Okay. Der Crime ist schon abgezogen. Digga, was rammst du mich? Ja, du hupst. Ich habe nichts gemacht. Okay, der ist Crime. Der ist der Crime. Ich habe keine Stopsticks. Ich wollte Stopsticks platzieren. Oh mein Gott. Das ist Safe Call der Crime. Okay, da fährt der BMW sehr schnell weg. Der sieht auch Crime aus. Oh, ich bin verwirrt. Hallo. Pigman. Der ist nicht Crime. Mirko. Auch nicht Crime. Ah. So, Kollege. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Start. Und du wirst jetzt verhaftet. Oh, da kommt jemand angerannt. Willst du mir den vielleicht aus der Hand schlagen? Willst du mich schlagen oder was? Was willst du von mir? Willst du mich hauen? Er hat mich gehauen, Digga. Er hat mich gehauen. Was erwartet er? Oh, ich habe keine Stopsticks. Jetzt fährt er damit weg. Ey. Mann. Okay, Leute. Wir verhaften noch einen. Wir verhaften so noch einen. Das war gerade zu einfach. Das wird jetzt eine wilde Verfolgungsjagd. Einer auf dem Roller. Ich habe keine Stopsticks. Ich kann ihn nicht davon abhalten, damit weiterzufahren. Ich habe keine Pistole. Ich kann seine Roller nicht kaputt schießen. Man kann auch Leute vom Roller nicht runtertasern. Wisst ihr das? Also ich habe keine Möglichkeit, den da runterzuholen. Der könnte theoretisch so lange fahren, bis er kein Geld mehr hat. Jetzt fährt er hier lang. Ist abgestiegen. Hä? Was ist dein Problem, Digga? Ich schließe mein Auto erstmal ab. Jetzt will er mit der Leiter irgendwo hochklettern. Oh, ich habe keine Leiter mehr. Oh, ich muss mit. Ich habe keine Leiter. Ich habe selber keine Leiter. So, und? Ey, wie schlecht bin ich? Arrest. Und ich hab dich. Hä? Okay, aber ich würde sagen, das zählt auf jeden Fall als doppelter Arrest. Und er ist offline gegangen. Von daher erledigt. So, schnell zur Polizeistation und einmal kündigen. Und ich werde jetzt das nächste Upgrade nehmen, den Traffic Police. Ich starte meine Schicht als Traffic Police und wähle natürlich die richtigen Waffen aus. Hier ist gerade ein Crime. Hoffentlich killst du mich nicht. So, ich muss die G36 unequippen. MP5 unequippen. Stopsticks unequippen. Ich darf in dieser Upgrade-Stufe nur die Glock 17 und den Taser benutzen. Das bedeutet, wenigstens habe ich jetzt eine Schusswaffe. Gerade eben bin ich ja mit dem Wolfsburg Handel gefahren. Ich würde jetzt so ein bisschen hier hin scrollen einfach und aus der Region was nehmen. Zum Beispiel den Pickup. Der ist jetzt auch nicht so cool. Der fährt nur 185. Der fährt nur 5 km/h schneller? Bruh. Okay. Ist ein schlechtes Upgrade. Aber es kommen ja gleich noch weitere Upgrades. Ja, mein nächstes Upgrade ist dieses Fahrzeug. Das fährt nur 5 km/h schneller als der Wolfsburg Handel, den ich vorher hatte. Aber man muss ja auch irgendwo klein anfangen, ne? Gleich upgrade ich zum SEK-Beamten und sogar noch zum Undercover-Polizisten. Von daher
haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Der Club-Safe wird ausgeraubt und da läuft doch gerade jemand ganz verdächtig über die Straße. Und du bist auch sehr verdächtig. So. Und getasert. Und du willst mich angreifen? Ich kann doch nicht 2 gegen 1 machen. Mann, ey. Oh, das ist ein Medic. Danke für deine Heilung. Sehr gut. Vielleicht kann ich den dann doch noch schnell hochnehmen. Wir müssen ihn im Auge behalten. Das sind 2 Leute. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Ich fahre euch hinterher. Ich fahre euch hinterher. Ja? Oh, ich fahre nur 185 km/h und die sind auf dem Motorrad. Wie soll ich den da hinterher? Oh, die haben auch noch einen Vorsprung. Da hinten sind die. Da hinten sind die. Und die biegen links ab. Wollen die in die Bank? Die wollen in die Bank? Oh mein Gott. Wenn er mich einmal abschießt, bin ich down. Oh, 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 er ballert, er ballert. Er ballert, er ballert. Z2. Z2! Oh mein Gott, ich hab Verstärkung gerufen und... Alter, 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 Alter. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Fährt er erst zu mir? Er fährt an uns vorbei! Ohne Spaß. Das sind die Crimes. Hä, der ist innocent? Sind die abgehauen? Baby. Ach, der ist Crime. Oh, der andere ist Crime. Dieser Baby-Typ. Arrest, 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 arrest. Und arrested. Hä? Ey, ganz ehrlich, für die Nerven zählte das jetzt als Arrest. Ohne Spaß. Was ist das für ein Upgrade-Video? Oh mein Gott. Medics, ne? Sehr gut. Aber ganz ehrlich, ich kann mich jetzt hoch upgraden und ich habe die Beine auf dem Motorrad noch nicht vergessen. Ich darf mich jetzt hoch upgraden auf SEK und ich schlage folgendes Setting vor. Ich bin SEK, zack. Und jetzt würde ich sagen, die Waffen, die behalte ich aber mal alle. Obwohl, oh, G36 unequippe ich. Die ist ein bisschen zu heftig und die Sniper auch. Aber die M4, die habe ich. Und natürlich Glock 17 und Taser. Ist ja glasklar. Außerdem spawne ich mir den Porsche. Das ist jetzt mal ein vernünftiges, schnelles Auto. Damit bin ich aber immer noch nicht so krass wie die Beine auf ihrem Motorrad, weil die einfach Schleichwege fahren können, die ich nicht fahren kann. Vielleicht begegne ich den Beinen ja mal wieder. So, ich will ja getarnt bleiben. Und das sind die Beine sogar. Das sind sogar die Beine. Oh mein Gott, nimm mich bitte nicht hoch. Nimm mich bitte nicht hoch. Oh mein Gott, nimm mich einfach nicht hoch, okay? Oh, der hat einen, Sniper. Oh mein Gott, ich bin sofort tot. Oh mein Gott. Die nehmen mich die ganze Zeit hoch, die Schlawiner. Ah, da sind sie. Mist. 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 Oh mein Gott. Ey, übrigens, check mal www.aborg.shop aus für diesen coolen Plüschtier. Dieses coole Plüschtier. Baby Aborg nennt sich der kleine Schlawiner. Oh mein Gott, willst du mich festnehmen oder was? Alter, ich dachte, der will mich umbringen. Ja, checkt es gerne mal aus. www.aborg.shop. Bald ist auch Weihnachten. Kannst du dir zu Weihnachten wünschen. Und jetzt... Hallo, bist du Crime? Oh, das wäre so richtig cheaten. Wenn er Crime wäre. Nee, ist er nicht. Das wäre so lustig gewesen. Alter, man kann hier nirgendwo Stopsticks platzieren, dann nicht. Hä? 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 Was für ein einfacher Arrest? Digga, und ich nehme mir noch die Zeit, die Stopsticks zu platzieren. Das war eigentlich jetzt, ehrlich gesagt, mir ein bisschen zu einfach. Ich werde jetzt wieder upgraden, Chat. Und ich hoffe, dass die Leute, die ich arreste, die vom Motorrad sind, die habe ich jetzt schon einen kurzen Moment nicht mehr gesehen. Also, die sind auf jeden Fall kleine Schlawiner. Die will ich als nächstes hochnehmen. Oh mein Gott, hinter mir sind die beiden auf dem Motorrad. Das sind die beiden. Ich muss mir die Namen merken. Cyan und Nathan. Die wissen ganz genau, dass ich die hochnehmen will. Das wissen die ganz genau. Cyan und Nathan. Ey. Und ich muss noch warten, bis ich hier upgraden kann. Bis ich die nächste Schicht auswählen kann. Zeit für das letzte Upgrade. Jetzt geht's aber ab. Undercover-Polizist und jetzt geht's ab. So wie ich meine. Wir refillen die G36, Glock 17 Refill, Stopsticks habe ich am Start und den Rest brauche ich nicht. Die MP5 brauche ich nicht, die verwirrt mich hier nur beim Auswählen, im Auswahlmenü. Ich finde das auch blöd, dass man die Lampe und so ein Blödsinn nicht anequippen kann. Wir machen aber jetzt richtig ernst und ich equip mir hier das Motorrad. Da haben wir wenigstens dasselbe Motorrad. Am liebsten hätte ich ja dieses Snakebike, was man sonst fahren kann. Ich bin bei 3,3 Litern und ich fahre jetzt los.
Ich fahre jetzt los und hoffe, dass ich den beiden gleich so über den Weg laufe, ohne dass sie irgendwie einen Raub machen. Das Ding ist, ich kann die halt nicht alleine arresten. Das sind zwei Pros und ich kann die nicht beide gleichzeitig bekämpfen. Ich muss Glück haben, dass da noch ein anderer Polizist gleichzeitig ist. So. Aber erstmal tanken wir mein Motorrad für 635 Euro. Das ist ganz schön viel. Und ich zeige euch jetzt auch, warum die Motorräder so OP sind und warum man damit im Auto keine Chance hat. Seht ihr das? Ich fahre hier einfach durch. Gut, ich habe jetzt nicht richtig aufgepasst, aber ihr habt ja gesehen, ich konnte da einfach so durchfahren. Richtig chillig. Und ich mache mein Motorrad jetzt blau, damit die blauen Blinker nicht mehr so doll auffallen. Officer Nathan ist gedownt? Hä, das ist doch einer von den beiden Leuten, die ich die ganze Zeit selber hochnehmen will. Warum ist denn der jetzt auf einmal ein Officer? Osso wird ausgeraubt. Oh mein Gott, ich muss direkt wenden. Ich muss direkt auf die andere Straßenseite. Da hinten ist ein Auto. Es ist ein dunkles Auto. Und da ist er. Okay. Ja, ja, fahr. Fahr. Ja, er ist durchgefahren, er ist durchgefahren, er ist durchgefahren. Jetzt muss er zum ADAC. Jetzt muss er zum ADAC. Und ich habe hier auch noch das, den schnelle Motorrad. Oh mein Gott. Da ist er, da ist er. Der hat keine Chance mehr. Der hat keine Chance mehr. Ich habe das schnelle Motorrad. Und ich kann jetzt einfach vor ihn fahren und dann mit der G36 auf ihn ballern. Bis das Auto stehen bleibt. So, wo willst du hin? So. Perfekt. G36 und... Gleich ist dein Auto Schrott. Gleich kann dein Auto nicht mehr fahren. Ja. So sieht's aus. Wo will er hin? Wo will er hin? Er läuft um die Ecke. Oh, er will sich selber down machen. Nicht mit mir. Mist. Cuff Rush. Ja, box mich ruhig. Und ich hab dich. Oh mein Gott, ey. Und die beiden auf dem Motorrad, die sind selber zu Polizisten geworden. Das kannst du doch nicht glauben. Er ist offline gegangen. Er ist offline gegangen. Attempted Arrest. Leute, aber ich habe mich komplett hochgeupgradet. Ich hatte zwar ein, zwei Nervenzusammenbrüche, aber ich habe es geschafft. Denk an www.aborg.shop für diesen coolen Teddy oder für den Hoodie oder für ganz vielen anderen Merch für Weihnachten. Lass ein Like und ein Abo da. Schau das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.